Wir müssen hier auf das Katapult aufpassen. Legolas, wir müssen. Nein, 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 Legolas, du bleibst da. Du bleibst da. So, haben sie jetzt noch mehr gesprengt? Zerstöre aller Lager Isengards. Ja, wenn das so einfach wäre, wir leisten ihnen hier noch Gegenwehr, aber was für eine. Dann werde ich euch mal heilen. Gimli. Gimli, was machst du? Das könnte unklug sein, aber das könnte auch sehr, sehr klug sein. Einen Scheißdreck werden wir tun. Sehr gut, Gimli. Sehr gut, Gimli. Jetzt kannst du dich aber zurückziehen. Denn du kriegst aufs Maul. So. Bald wird. Wir müssen nur noch kurz durchhalten. Bald wird Eomer da sein. Das muss unser Ansporn sein. Und dann werden wir nicht auf die Lager gehen, sondern werden hier sofort. Ach du Scheiße, wir haben hier eine Balliste. Nicht wenige. Aber erstmal müssen wir hier dafür sorgen, dass die gut dezimiert werden. Ja, dezimiert ist hier mein Lieblingswort, ich weiß. Sie haben eine Ramme, die werden sie für unsere Festung versuchen zu benutzen. So, und da kommen schon die ersten in Klammwall hoch. Also, die Hornburg hat noch niemand betreten, wie uns Theoden schon gesagt hat, aber das könnte sich hier ändern. Der Klammwall ist ja auch zum ersten Mal gefallen. Aber die gehen hier einfach auf unser Gehöft und so lange können wir sie bebomben. Und da kommen die ersten in Klammwall hoch. Aber das ist eigentlich kein Problem, weil wir kriegen hier auch nicht so viel Schaden von den Kommandeurspunkten her. So, hier haben wir die Ramme. Die ist erstmal noch irregulär. Die braucht nämlich richtig lange. Worauf schießen die eigentlich mit ihren Scheißballisten, ey? Das gibt's ja nicht. So. Das sind jetzt nur noch die Bataillonen von den Lagern. Die sind auch nicht mehr gut ausgerüstet. Aber wir werden jetzt mal versuchen, unbedingt die Ballisten zu zerstören. Die sind nämlich nicht so beweglich. So. Ah ja, da richten sich die rein. Ich glaube, wir haben es so ziemlich, Leute. Die bringen sich auch irgendwie gegenseitig um. So, und jetzt werden hier auch die Ballisten hart, aua, dezimiert. So, wo wir gerade bei Ballisten sind. Halt's Maul, du dumme Balliste. Und ihr werdet erstmal schön überritten. Ja, das sollten wir haben, wenn nicht noch eine riesige Welle kommt. Ja, ihr seid toll. Ihr seid echt toll. Ihr klettert da die. Ja, macht Sinn, ihr könntet auch nicht hier rein. Das haben wir. Ach du Scheiße. Ich wollte gerade sagen, die wollten hier unser schönes Tor angreifen. Darauf hatte ich jetzt gar nicht geachtet, aber gut. So, dann holt euch mal diese Bogenschützen von hinten. Ach ja. Ja, für Rohan. Für Rohan in 2 Minuten. Ja, dann nehmen wir eben den Umweg. Wir haben nicht mehr so viel verbleibende Zeit. Tötet sie. Was macht ihr denn da? Ja, versucht's doch, ey. Guckt euch das an hier. So, die Helden werden jetzt schon mal rausgeschickt. Das wird unsere letzte Bastion bleiben. Alter, wir haben richtig gut gekämpft. Tapfer. Da kommt ein kleiner Hagel auf die Uruk-Bogenschützen, weil sie denken, sie wären Fame. Sind sie nicht. Worauf warten wir noch, Gimli? Jetzt kann ich dir sagen, auf 1 Minute 32. So, Heldies. Ja, müssen wir. Es ist nicht mehr so viel, Gimli. Nein, ihr dürft nicht fallen, Leute. Ich hoffe jetzt, das überleben die beiden. Nee, das überleben sie nicht. Weg da, weg da, weg da. Ey, komm schon, Eowyn, du überlebst das. Ihr überlebt das, Gimli. Einen zünftigen Sprung da rein. Einen zünftigen Sprung da rein. Jawohl! Alter, sind das viele. Was ist eigentlich mit Legolas? Du kannst schön mitmachen. So ist es ja nicht. So, ihr sollt schön angreifen, ne? 42 Sekunden haben wir noch. Ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, das sind jetzt ein bisschen zu viele Bataillonen. Deswegen werden wir uns wieder zurückziehen in sicherer Gefilde. Ich dachte jetzt, wir könnten die so abschlachten, aber die sind noch relativ fit. Aber wisst ihr was? Wir können hier eigentlich frisch und fröhlich Gehöfte bauen. Ach, das hier alles schon verschwunden. Na gut, wenigstens lebt das Pferd ja noch und hat seinen Spaß. Gimli so langsam, deswegen wird er noch gepunished. So.
So, ich gucke da jetzt gar nicht mehr so hin, sondern guck jetzt hier hin. Eomer. Verstärkung von Gandalf Eomer. Und 70 Rohirrim. So, Eomer. Jawoll. Jetzt gibt's aufs Maul, Maul, Maul. Gibt's aufs Maul, Maul, Maul. Gibt's aufs Maul. Jetzt werden wir die erstmal alle schön mit Feuerfallen ausrüsten und mit schwerer Rüstung. Die haben das schon alle. Die nicht. Und dann, ja. Der Rest ist Geschichte, Leute. Ja, geht schon mal vorwärts. Wir haben hier nämlich einen kleinen Armada-Zug auf dem Dammweg. Und die werden wir uns jetzt holen. Ach, wir werden angegriffen. Ja, dann besiegen wir doch mal die, die angegriffen werden. So, Gandalf ist jetzt auch da. Episch. So, jetzt werden erstmal Uruks gemetzelt. Und zwar im Überfluss, im Überfluss. Ohoho. Eomer ist Level 8. Ach ja, das ist so schön, ne? Wenn man so die Macht hat, die totale Macht. Die Uruks wissen, wovon ich rede, aber... Tja. Diese Schlacht ist für sie verloren. Wobei, erstmal reiten wir jetzt zurück ins Lager. Weil da kriegen wir gut aufs Maul. Ach du Scheiße. Das sind hier nicht gerade wenige. Gimli, Sprung. Sprung, Gimli. Nice. Alter, Legolas. Yo, 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 Aragorn. Artelas. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Komm schon, du fliehst. Scheiße. Wo bleiben denn die Rohirrim? Ja, Legolas läuft gerade wegs in seinen Tod. Alter, alle Helden jetzt zurück zur Basis. Und jetzt kommt hier. Die holen wir uns doch jetzt. Alle. Ich meine, ehrlich nicht. Holt sie euch von hinten, mein Gott. So, wo bleiben hier unsere Rohirrim? Da sind sie doch. Alter, 525 von 280 Kommandeurspunkten. Jawoll. Na endlich, bewegt sich hier auch mal was. Ach ja, hätte ich nicht gedacht, dass das noch so schwer wird, die zurückzuschlagen. Na kommt, Leute. Gandalf Level 7. So, jetzt haben sie echt null Chance mehr. Auch wenn hier ein paar... Naja, ein paar Lanzenträger sind, aber die werden wir jetzt einfach mal dezimieren. So. Dann wollen wir mal. Legolas können wir leider nicht mehr zurückholen. Denn... Ach doch, können wir. Oder auch nicht. Weiß ich jetzt gerade nicht. Jawoll. So, welches Lager nehmen wir uns als erstes? Welches Lager nehmen wir uns als erstes? Och, ich finde eigentlich das hier ganz nett. Ja, die Rohirrim gehen jetzt teilweise drauf, aber das ist mir so egal. Weil wir einfach die geilsten sind. Weil wir es einfach nur gerockt haben. Ja, zerstöre alle Lager Isengard, sind wir dabei. Jawolski, Jawolski. So, ihr langsam könnt schon mal zu diesem Lager hier. Ach nee, wir machen das alle zusammen. Jo, auf zu verderben und blutig morgen. Du sagst es, König. Jetzt ist Eomer, Theoden geht jetzt aber auch richtig ab. Tja, jetzt ist Ende Gelände. Was? Ihr lasst die da doch nicht einfach so... Ihr lasst die doch da nicht einfach so rein, ich bitte euch. Also, das finde ich jetzt ja nicht okay. Jawohl. Die Helden schicke ich jetzt mal hier hin. Gandalf kann hier mal... Ach, da ist ja gar niemand mehr. So, jetzt fällt dieses erste Lager aber endlich. Mein Gott. Sind doch nur ein paar Pisser.
Jawohl. Und jetzt hier noch. Ach ja, die paar süßen Uruks, die verzweifelt versuchen, ihren Todeskampf zu feiern. Und tschüss. Nummer, Lager Nummer 1 wäre vernichtet. Jawohl, und jetzt kommt. Wake me up before you go, go. Lauft schneller. So. Ihr habt sowas von keine Chance. Ich hasse euch. Was sind das denn hier noch für welche? Ah, Lanzenträger. Oh, eine Balliste. Süß. Ja, genau das werden wir ihnen jetzt zeigen. Zack, zack. Ach ja, das ist so herrlich, wenn man einfach so die Macht hat, alle zu zerschnetzeln. Für wen sonst? Für König Theoden, der sich tapfer geschlagen hat. Ja, ich würde mal sagen, Uruk, für die Uruks ist jetzt Schluss mit lustig. Jawoll. Da fallen sie um wie Marionetten. Ach, das ist so herrlich. Schmelzofen, tschüss. Ach ja, schade, dass Legolas das nicht mehr miterleben kann, aber mein Gott. Er ist im Klammwall und ruht sich kurz aus. Jawoll. Er hat aber, glaube ich, während der Schlacht echt die beste Arbeit geleistet. So, Eowyn kriegt ein bisschen was ab. Schildmaid machen wir jetzt einfach mal, was auch immer das ist. Ich glaube, dadurch hält sie mehr aus. So, der geht auch mal drauf, der Gute. Dann haben wir hier noch eine Uruk-Grube. Und bald sind sogar die Bauern da. Jawoll. Ach ja. Daram, 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 daram. Jawolski, Jawolski, das ist doch zu nice. Hier, gönnt euch einen kleinen Heal. Und jetzt auf die Zitadelle, Leute. Viel zu lange. Jetzt werden sie wissen. Das ist der Sieg. Oh ja. Ja, Sieg. Sieg. Das ist der Sieg. Das ist der Sieg. Vernichte alle Uruk-hai in Helm's Klamm. Ach so. Ach so. So wollt ihr's. Sagt das doch gleich, dass ihr aufs Maul wollt, ey. Ey, zwei lächerliche Uruk-hai. Ach, oder auch nicht. Wo denn? Ich sehe die Feinde gerade nicht. Nö, ist auch keiner. So, wer ist als erstes da? Eomer führt. Eomer führt und wird das hinkriegen. Der Klammwall ist gefallen, aber sie haben keinen Fuß in die Hornburg gesetzt, da wir sie mit unserem Leben verteidigt haben. Na los, Eomer. Und tschüss. Oh. So. Waren das alle Rohirrim? Ja, das müssten sie auch jetzt sein. Jawoll! Da sehen wir Eomer, Gandalf, Eowyn, Theoden auf den weißen Pferden. Ein großer Tag für die Menschheit. Die Schlacht um Helm's Klamm ist geschlagen. Große Verluste, aber ein riesiger Sieg. Jawoll! Reitet aus! Puh, der Klammwall ist gefallen, aber wir haben es geschafft. Flieht! Flieht! Ja! Tja, Saruman, da haben wir den Strich durch die Rechnung gemacht. Kampfstatistik 48.000, 2.000 Bonusziele. Veteranhelden sind alle aufgestiegen. Veteraneinheiten sind, ja, das sind ein paar, 26 aufgestiegen. Gebietsbonus 2.300, ja, Siege gesamt, das würde ich auch mal sagen. Helm's Klamm plus 30 Kommandos und 2 Spezialfähigkeiten. Legolas führt knapp vor Gandalf, hat diese Mission auch richtig viel erledigt. Gandalf leider nur 5, aber der hat auch so eine gute Arbeit gemacht, Legolas, das muss man ja sagen. Eomer ist der Höchste, hat auch die meisten erledigten Missionen, aber das haben wir richtig gut gemacht. Und Killer, nicht schlecht. Eowyn 32 Feinde, auch nicht schlecht. So, wie geht es jetzt weiter, Saruman? Ach ja, Helm's Klamm verteidigt, plus 30 Kommandos, plus 2 Spezialfähigkeiten. Ein Großteil der Armee Isengards wurde vernichtet.
Doch Saruman und seine verbleibenden Truppen müssen zur Verantwortung gezogen werden. So sieht's aus, Leute. Beim nächsten Mal werden wir dann Isengard machen. Eine extrem geile Mission. Dann können wir nämlich mal zeigen, wie es ist, einen richtigen Angriff zu machen, Saruman. Und dann wirst du richtig aufs Maul kriegen. Gut, Leute, ich hoffe, ich sehe euch dann auch beim nächsten Mal. Ich bin so froh, dass ich diese heftige Mission endlich, wirklich endlich geschafft habe. Das erste Mal in meinem Leben. Und es war ein hartes Stück Arbeit, harter Tobak, aber wir haben es doch noch geschafft und ich bin richtig froh und richtig motiviert. Ja, ich hoffe, ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.